herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sunset Overdrive. Und ich würde mal sagen, machen wir weiter mit der nächsten Mission. Auf dem Bauernmarkt muss es doch zumindest irgendwelches Obst und Gemüse geben. Kartoffeln zum Beispiel. Gab es im 12. Jahrhundert, oder? Ja, Kartoffeln gab es. Was zum... Wo ist das ganze Essen hin? Ihr blöden, fetten Tauben habt alles aufgefressen? Wieso? Ihr könnt doch von Zigaretten stummeln und Müll leben. Na! Wo ist die Speis, von der ihr spracht? Fette Tauben. Fette Tauben, mein Ritter? Im 12. Jahrhundert gab es Tauben, oder? Ja, schon eigentlich. Da denke ich recht. 5000 und Tesla-Falle, cool. Willkommen in der Taubenkuppel. Viele Tauben gehen rein, einige kommen vielleicht raus. Benutze die Grindkocher und Flammengeisierfallen, um Tauben zu grillen. Hast du einen Flammenkompensator? Das funktioniert auch. Pack ihn aus. Achtung, fertig. Grillen! Locke ganze Schwärme in die Flammen. Deine fette Taubenkombo. Na kommt. Was? Da Tauben. Was sind die meisten Tauben? Wir haben Futter für euch, mein Ritter! Ja. Noch 30 Sekunden. Da sind auch mal Tauben. Fötlein, kommt und fresst! Super Makro Heilige Mega Ultra Tauben Kombo! Ja. Nur noch 10 Sekunden! Ich weiß. Ja, ich hab's nicht geschafft. Okay. Grillen abgeschlossen. Wir müssen es nochmal versuchen, Jäger. Ganz von vorne. Verdammt nochmal. Ja, verdammt nochmal. Ja. Ja, ich hab leider das nämlich auch so ausgehabt. Willkommen in der Taubenkuppel. Ich weiß. Viele Tauben gehen rein, einige kommen vielleicht raus. Benutze die Grindkocher und Flammengeisierfallen, um Tauben zu grillen. Ja. Hast du einen Flammenkompensator? Das funktioniert auch. Pack ihn aus. Achtung, fertig. Grillen! Locke ganze Schwärme in die Flammen. Deine fette Taubenkombo. Hier, piep, piep. Taubenkombo! Ultra-Taubenkombo! Mega-Ultra-Taubenkombo! Eure Tauben trudeln ein! Ja, von wo? Erstmal von dort, gut. So gehen die Tauben hier hin, wo kein Futter gibt.
Werfe das Futter! Noch 30 Sekunden. Es kommt Futter geflogen! Super Makro Heilige Mega Ultra Tauben Kombo! Nur noch 10 Sekunden, mein Ritter! Nutzt sie! Jetzt wird das nochmal machen. Okay, gut. Okay. Grillen abgeschlossen. Das ist einer der nervigen Missionen hier drin. Wir müssen es nochmal versuchen, Jäger. Ganz von vorne. Verdammt nochmal. Ja, die Tauben leben wieder. Also. Willkommen in der Taubenkuppel. Viele Tauben. Also ich wusste schon. Einige ja. Kommen vielleicht raus. Ja, wir haben schon, wir wissen schon. Kocher und Flammengeist hier fallen, um Tauben zu grillen. Hast du einen Flammenkompensator? Das funktioniert auch. Pack ihn aus. Achtung, fertig. Grillen. Locke ganze Schwärme in die Flammen. Für eine fette Taubenkombo. Taubenkombo. Es kommt Futter geflogen. Ultra-Tauben-Kombo. Es funktioniert. Tauben nähern sich fortan. Hallo? War das gut? Mehr Taubenfutter für euch, mein Ritter! Mega-Ultra-Tauben-Kombo! Was sind die Tauben? Noch eine Minute! Ach da! Okay, gut. Na komm, die 5! Was? Wegen 5000? Nochmal versuchen, Jäger! Nein! Verdammt nochmal! Ja, verdammt nochmal, genau. Verdammt nochmal. Willkommen in der Tauben. Ich mache einen kurzen Cut, also wenn ich das geschafft habe, würde ich wieder reinschneiden und dann, ja. Also, bis gleich! 2000 Jahre später. Und geschafft haben wir. Euer Taubenschießgeschick ist legendär! Genug mit dieser Narretei. Zurück nach Fagathia! Ja, mit. Windeseile! Mit Einkaufswagen! Yeah! Endlich hast du es geschafft. Räuber voraus! Wir können nicht vorbei! Sieh mal einer an. Frischfleisch! Rück die Hühner raus, Nerd! Ihr wagt es, das Mal unseres Wir sind sicher! Fürs Erste! Sie okay, die Zug, lasst uns Leute. Weitergehen! So ein bisschen Geld holen erstmal. Ihr steckt in der Falle, Loser! Heiliger Schuss! Unserem Schmaus droht Gefahr! Ihr habt doch keine Chance gegen meine Pistole hier! Komm her, danke. Das waren alle. So machen sie den fakanischen Konvoi frei, genau. Ich steige vielleicht eine Stufe auf, wenn das hier vorbei ist. Ja, okay. Da
ein herrlicher Tag, um EP zu farmen, hm? Ich steige vielleicht eine Stufe auf, wenn das hier vorbei ist. Hast du schon mal gesagt. Die Bestien greifen an! Vielen Dank, Ritter Schlaumeier. Unsere Mission schwebt in Gefahr. Wir müssen das Mal des Königs schützen. Sieht aus, mein Ritter. Ein Warte des Königs! Ein Raidboss! Lasst uns des Königs Mal beschützen! Das? Das war doch geil, wir hatten weiße Wäsche Fähigkeit haben. Was wir dann haben. Hurra! Du bist Vergafias nicht würdig! Was? Ich bin Vergafias nicht würdig? Lasst uns weiterziehen! Sputet euch auf nach Vergafia! Ja, au. Oh. Wie der Wind! Ja, Tauben! Wir nähern uns Vergafia! Lass dich raten, da vorne kommt. Ein Hinterhalt! Unholde versperren unseren Pfad! Sie kommen! Das sind nicht durch! Ich habe Hunger, verdammt! Diese Schelme sind hier nicht willkommen! Wir müssen das Federvieh um jeden Preis beschützen! Hey, so, komm. Das sind unsere Brathaufen. Verpisst euch! Wie viel Schaden! Ey, wie viele gerade gestorben sind. Das ist krank. Das tötet diese Hunde! Für König Ignatius! Für Pagathia! Yeah! Wir haben den Feind in Garaus gemacht! Genau. Ich weiß zwar nicht, was König Ignatius esst, auf das ihr zu Kräften kommt. Wenn er die Tauben auch noch hochwirkt, bin ich hier weg. Unser König liegt in tiefem Schlummer. Ihr habt uns einen wahren Dienst erwiesen und wir stehen tief in eurer Schuld. Ihr seid zum Festmahl des Königs eingeladen. Nein, danke. Ich glaube, ich knabber lieber Rinde. Ja, ja. Riesenmassaker. Das waren verdammt viele Tauben. Ja. Gib der süßen kleinen Munition ein schönes Zuhause in irgendeinem Kopf. Okay, gut, wir holen uns erstmal eine neue Waffe. Diese Waffe war für den Auserwählten vorgesehen. Für den Auserwählten, ja. Wir waren der Auserwählte in Wahrheit. Schaut mal Meinung, wir nehmen jetzt das noch raus. Und dafür Spotbot rein. Spotbot, so, und jetzt tun wir erstmal ein paar Amps hinzufügen bei den da. Ne, leider nicht wirklich. Wo jetzt ein Boss, was die hier ist, doch. So, was? Songs? Okay. So, und ich würde mal sagen, das machen wir hier. Seismischer Schlag. Ja, seismischer Schlag immer rein. Und hier nehmen wir dann Freiraum, Magnet. Sammertier. Ne, wir wählen jetzt, du generierst Gesundheit, desto mehr Schaden du verursachst. Ja, natürlich. Wenn du auf Gegner springst, Brandschaden. Ja, was, wenn du... Wenn du... Nee, das will ich jetzt nicht haben. Tun wir das mal ausprobieren. Na gut, ich würde sagen... Das probieren wir natürlich beim nächsten Part aus. Ich hoffe, da hat euch gefallen. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Sunset Overdrive.